Hi, liebe Sportfreunde. Ich bin heute wieder mit Felix auf dem Basketballfeld. Wir trainieren heute ein paar Ballhandeltricks. Dazu braucht ihr einen Tennisball und einen Basketball. Einige Übungen habe ich von meinem ehemaligen Physiotherapeuten, würde ich jetzt behaupten, von Pfeffersport, der da mal mit engagiert, damit dabei war. Und andere Übungen habe ich von so ein bisschen von Martin Krug, von der Hochschule Leipzig. Ich einfach heute mal ein bisschen mit Felix ausprobieren möchte. Und tatsächlich ist es nicht mein eigener Tennisball. Der wird hier gerade mal vom Mädchen bekommen. Christian. Nee. Gunnar. Richtig. Ja, ich habe von Gunnar bekommen. Eigentlich. Weil ich halt Nackenverspannungen habe meistens. Und halt, das hilft halt, wenn ich so mache. Oder ich habe Rückenleger, wenn ich bestimmte Übungen damit mache. Ganz Gunnar. Wir nutzen heute mal wieder. Also als erstes fangen wir mit Passübungen an, mit dem normalen Ball. Gott sei Dank. Und dann nehmen wir Passübungen mit dem Tennisball. Und dann kommt die Stufe 3, dass wir Passübungen mit Ball und Tennisball machen. Das wird lustig, Leute. So. Am besten die Stelle so hin, dass sie auf eine Seite ziehen muss. Richtig gut. Wir sind jetzt jeweils an der Zonenlinie, Freihochlinie, an der Kante von dem Bogen. Wer ein Basketballfeld kennt, weiß, was ich jetzt meine. Und wie gesagt, wir fangen erst mit dem normalen Ball an. Wir können das Ball legen mit kurzer Seite. Bei Bienen, sehr brav. Ja, weg. Das hat dann ein Leben. Kein Gebot. Ja, wenig mehr zu tun. Bitte wieder zurück. Kann ich verstehen. Roll schon mal los. Mal gucken, mal an, was wir gedacht haben. Ja, lustig. Ja. Wenn du noch Gunnar bist? Einfach falsch. Du bist doch mal Gunnar. Du bist bei irgendwas. Zeig mal, wo Gunnar bist. Ja, zwei, danke. Okay. Lass mal mit einer Hand. Wir zeigen, dass wir auch mit einer Hand können. Immer erstmal auf die rechte und dann nehmen. Und dann spiele ich. Wir machen das jeweils 15 Mal. Rechts fangen, rechts werfen. Genau. Wir machen das 15 Mal, dann machen wir es mit links werfen, links fangen und dann machen wir es hier verkehrt, dass ich auf die dann linke Hand passe. Verwunderung. Wo stehen sie denn? Ich bin jetzt trotzdem in der Koordination. Wenn du das nicht stehen kannst, kannst du auf den Wolf umsetzen. Du machst das nicht. Ich versuche immer am besten genau seitlich zu ziehen, dass er nicht auf meinen Fuß kommt. Das sind quasi, sag mal, indirekte Pässe. Weil es ist, wenn der Pass schnell gehen soll, ist es einfacher, wenn ich ihn hier fange, als wenn ich ihn erst hier fange und dann. Deswegen, dass ich maschinen kann. Genau. Wenn ich gleich quasi mitnehmen kann und weiterfahren kann. Nicht, wenn ich ihn erst hier habe oder erstmal rotieren muss und dann auf die Seite bringen muss. Normalerweise, beim Fahren probierst du ja auf meiner Seite. Wenn du ihn erstmal hier passt, musst du ihn dann runternehmen, musst du. Wenn du sofort hier passt, kann ich ihn gleich auf. Acht, neun, zehn, elf.
13. Wie ihr mitbekommen habt, immer wenn ein Fehlpass dazwischen war, wird halt von vorne wieder angefangen zu zählen. So. Das gleiche machen wir jetzt gerade mit der linken Hand. Das ist Gleichberechtigung, ich bin auch mit der linken Hand. Das wird nicht gut. Aber Übung macht den Meister. Da musst du jetzt nicht unbedingt doll machen, du hast mit 20, sondern einfach wichtig ist, dass die Richtung stimmt. Es muss nicht unbedingt so mit voller Schmackes ein Druckpass sein, der ankommt, sondern es ist jetzt wichtig, dass einfach die Richtung stimmt. Und wenn du dann die Richtung hast, kannst du natürlich dich steigern, indem du das schneller und doller machst. Aber wichtig ist erstmal, dass du halt das Gefühl dafür bekommst, dass er mit der linken Hand da ankommt. Ist das gleiche, nur dass es halt nicht auf die Seite geht, sondern dass es halt einfach eine Linie wird. Du versuchst, du machst jetzt unsere Bodenpresse, und du versuchst mit einer Hand quasi zu werfen und den auch mit einer Hand zu tragen. Wie ich schon habe, auf der linken Seite zu dir auf die rechte. Und immer versuchen, auch wenn es schwer ist, nur mit einer Hand zu fangen. Wenn es wirklich zu schwer ist, weil du auf links eingeschränkter bist, dann gebe ich dir einen Tipp, so wie ich das zum Beispiel manchmal mache, Passübungen, wenn ich mir fangen soll, passt mein Partner den Maximal auf die Höhe, damit ich ihn auf die Brust trauen kann. Das heißt, wenn du die Kraft wirklich nicht hast, dass du den wirklich mit einer Hand hier oben fangen kannst oder halt gestabilisieren kannst. Es geht auch für Leute, die halt einhändig eingeschränkt sind, dass, also der, welcher einen Pass gibt, wenn ihr nur mit einer Hand fangen sollt, dass ihr halt auf eurer Brusthöhe den Ball habt und ihn dann quasi, wenn ihr hier fangt, hier einfach so habt ihr was und dann könnt ihr nochmal neu sortieren und weitermachen. Du musst mir auch sagen, wenn es irgendwie zu hoch ist, dann ist es ja gut. Wichtig bei dir ist halt, dass du das mit einer Hand fängst und wenn du es wirklich, wie gesagt, nicht schaffst. Das mache ich zum Beispiel mit der linken Hand auch, dass wenn, wird man danach sehen, dass wenn ich dich darum bitten werde, dass du maximal auf meine Brusthöhe den Rand setzt und ich halt diesen gönnen werde. Natürlich nicht hier linke Hand halten, sondern dass wirklich ich quasi rein theoretisch einfach hier die Hand halten kann und er da ankommt. Klar, wir könnten die Übung auch steigern, dass ich jetzt sage, okay, du musst ihn dahin passen oder dahin passen. Aber fürs Erste reicht erstmal aus, dass halt an sich erstmal die Richtung passt, dass ich quasi nicht unbedingt hier fahren muss, sondern auf der Seite maximal bleiben und quasi aufziehen. Das gleiche versuche ich natürlich bei dir auch, dass ich auf der Seite bleibe, damit du ihn auch machen kannst.
wieder anfangen zu führen. 50 Stück. Klepas wird erst gezählt, wenn er zwei auf dem Boden kommt. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 13, 14, 15. Jetzt machen wir das Gleiche. Ein bisschen mehr, weil ich bin ein bisschen stark mit der linken Hand. Also, ich jetzt. Einschätzen sollte jetzt bei dir. Einschätzen sollte. Mit der linken Seite jetzt. Wie ist jetzt das kannst du nicht wissen, das muss ich natürlich als Spieler vorab sagen, wenn ich ja eine Einschränkung habe. Es geht auch an euch, wenn ihr halt mehr Einschränkungen habt als ein anderer Spieler, müsst ihr Mitspieler oder Sportkameraden halt natürlich sagen, okay, schau mal, ich bin da und da eingeschränkt, bitte achte darauf, dass mich so und so nur anpasst. Weil es bringt nichts, wenn ihr nichts sagt und ihr dann auf die linke Hand passt und dann so, ja, Ball verloren. Bei mir ist es so, dass ich links gerne den Ball so in dieser Armbreite habe, also in, dieser, also in der Schulterhöhe, den auf der Seite an, dass ich halt notfalls meistens den hier mache. Genau, ich mache meistens links, wenn es möglich ist, meistens den. Klar, manche Pässe sind höher, dann ist es meistens so, wenn er hier oben ankommt, dass ich tatsächlich mich schon eher drehe und ihn mit der rechten Hand fange. Also kann das hier das Radius eher machen, aber wenn wirklich der Fall kommt, dass ich mit links fangen sollte, ist es meistens so, dass hier ankommt und dann so, oder dass ich halt grundsätzlich ihn so an die Brust mache. Das Einzige, wo ich es schaffe, unterhalb den Ball auch so mit einer Hand zu fangen, ist, wenn du den Pass halt nicht hoch machst, sondern hier auf den Boden passt. Dann schaffe ich es tatsächlich mit der linken Hand das zu bekommen und damit zu arbeiten, aber wir wollen jetzt keine Bodenpässe üben, sondern wir wollen hohe Pässe üben und dementsprechend empfehle ich dir bei mir, quasi diese Höhe zu punktieren, damit ich diesen Brust anmachen. Der war schon gut, ich hab's nur falsch gemacht. Ich bin auch nicht in einem Weg. Okay. Wir wollen nicht zu doll werfen. Ich spüre es ja nicht. Also, ja, aber trotzdem. Das Ding ist einfach, ich muss es halt selbst doch, ich muss es selbst trainieren mit der linken Hand, aber es ist halt für mich manchmal schwer, so den zu fangen. Mhm. Deshalb spielen meine Sportkameraden grundsätzlich nur auf die rechte Seite. Dann auch die rechte Seite. Also klar, mein kann ich jetzt ein ehemaliger Trainer sein? Stefan. Ja. Ich sag mal, ehemaliger Trainer Stefan hat auch gesagt, klar, du hast einstimmig recht. Die ersten Trainingseinheit hat auch Rücksicht drauf genommen, okay, du kannst es links halt nicht, du bist ein Tetri. Aber nach einer Zeit hat er halt immer gesagt, okay, du bist zwar eingeschränkt links, aber du kannst ja trotzdem trainieren, damit du quasi dein Bestmögliches aus deiner linken Seite trotzdem rausholst. Und mittlerweile schaffe ich es auch mit der linken Hand gewissermaßen, dann kommt auch vom Korb wieder zu machen. Alles, was in dieser Höhe ist, ja, ist machbar. Ja, also, wenn du hier in die Höhe gehst, das kriege ich.
gewissermaßen nur gezwungen. Mhm. Sache, das trainiert für dich auch die Feingefühl. Dass du halt auch wirklich guckst, dass du nicht zu hoch, nicht zu tief machst. Du kannst auch nur Äußeren umsetzen. Ich ziehe jetzt bis 15. Und dann auf den Boden kommen. Kurz davon. Tennisbälle sind ja auch eigentlich nicht teuer, aber jedes Mal, wenn Gunnar gefragt hat, ob ich den Tennisball geholt habe, ich hab's ständig vergessen, so, oh, du wolltest den Tennisball holen. Ups. Und irgendwann hat er mir gerade gesagt, okay, hey, ich stück dir da, ich hab's vergessen. Also wir haben uns jetzt nicht gegenseitig abwerfen, das tut ja weh mit dem Tennisball. Das wäre auch unfair. Das ist das Ziel der Sache. Das Ziel der Sache ist, dass du Gefühl halt für die Hand besser bekommst. Das ist denn jetzt so? Ich glaube, fleck dir. Ja, wirf mich mal ab. Christian, du weißt Bescheid. Es war nicht wie eine Witzelwegstote oder so. Ja, du blauer Fleck, ich blauer Fleck. Geil. Kann sie nicht auf Arbeit, was mit dir passiert. Ach, ich bin hingelaufen überall. Ich bin in den Schrank gelaufen. Und wen sehen Sie das nicht? Tja, wir können mal Paper spielen. Das wird, glaube ich, eine witzige das Geschichte. Das mache ich nicht als Darmflug-Laufstücke. Das ist ein bisschen verantwortlich. Okay, komm mal. Auf deine Verantwortung. Komm, ich überrede Christian und Gunnar dann auch mit mir. Ja, wie weit ging niemand? Ja, sowas von. Ey, Gunnar und Christian, wenn ihr Bock habt und in eurer Freizeit vielleicht nichts Besseres zu tun habt, als am Handy zu gucken, und Anführungszeichen sich weiterzubilden, das ist auch was Positives, weil ich nicht negativ bin. Weiß ich. Wir beide gegen Julian Christian Paintball. Und Rollstuhltreffen zählt nicht. Es zählt nur der Körper, nicht der Rollstuhl, wenn man da mal drauf toben möchte. Ne? Also nicht von wegen, ich schieße dir den Rücken ab und es treffe. Nee, wenn denn schon richtig, dann zählt nur der Körper, nicht der Rollstuhl. Muss ja auch einen Bonus irgendwie haben, dass ich mir das so. Weiter zum Video. Wir werfen jetzt nicht so, sondern du solltest kein Gefühl haben für einen Buchstaben. Ah, den habe ich mit rechts, aber nur. Wir machen rechts unten. Ja. Wichtig ist, was ich sehen möchte, dass du mich einfach so hoch wirfst, von wegen so. Und ich möchte, dass du wirklich diese Bewegung machst. Das ist eigentlich die gleiche Bewegung, wie du beim Wurf machen sollst, diese sperren Zahn. Nur, dass du halt. So, und das Wichtige ist, der Ball soll bei mir ankommen, nicht irgendwo da hinten.
Also, es ist jetzt Feingefühl. Ja, richtig schön. Gut. Und auch nicht mit Schnack, es war wirklich es reicht Gefühl und ich möchte eigentlich grundsätzlich sehen, dass du die Hand halt einrollst. Das ist mir wichtig. Dann brauchst du nicht mehr viel Schnack. Ich weiß nicht. Erstmal reinkommen. Ja, ist gut, das ist jetzt Feingefühl. Also mit dem Tennisball kannst du nämlich noch aktiver, finde ich, spüren, ob du wirklich den Ball von den Finger rollen lässt oder einfach nur hier, ich will nicht, ich mit dir. Das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich mit Feingefühl nach oben aus, dass wir wirklich über deine Finger abrollen. Diese Bewegung sollst du am besten auch machen. Das Ey, das hab ich nie gemacht. Mach ja meistens so. Ja. So, dass sie abrollen. Das Einfühle würden du auch beim Hoch machen. Ja. Du sollst die Finger abrollen. Und das Wichtigste ist, was halt jeder Hoftrainer sagen wird, du sollst nicht steif machen. Du kannst bei Handball machen, da hilft es vielleicht und das ist in Ordnung. Aber beim Basketball wollen wir einen Wurf haben. Kein Schmetterleiter. So. Deshalb soll die Hand immer am Ende locker nach unten klappen. Hab ich bei der Jugend schon was gedacht? Also, Chemie sein, wenn du euphorisch bist. Also eigentlich, keine Ahnung, du brauchst ja nicht mehr viel Schwung. Du musst einfach nur nach oben abholen. Ja. Also mit dem Tennisball hast du halt mehr das Gefühl, um zu sehen, wenn du das nicht spürst, ob du es halt wirklich von, ob du jetzt so rum machst, so halt so mit diesem Ding, ich will los dann, oder ob du das Gefühl hast, einfach oben aus und schick dir das vor. Je häufiger du machst, umso mehr merkst du, dass du halt auch die Bewegung dann mehr machst. Weil einfach ein lockerer. Du musst dir vorstellen, dein Arm ist noch locker. Also wenn du keine Muskeln mehr ganz stehen, dein Arm ist einfach Wackelpudding. Ja, das ist totale Wackelpudding. Du machst einfach nur nach oben. Du hast keine Spannung mehr drin, das heißt einfach, du musst dir vorstellen, das ist einfach Wackelpudding und. Du machst einfach diese Löffel nach oben, nach oben. Du merkst, es hat seine Hand automatisch die Gewöhnung. Ah, ich geh nicht. Das ist gut, Leute. Da fehlen Leute. Damit du auch feinmotorisch der besser wirst, und dann wirst du auch den Teil auch besser werden. Wichtig, also bei mir sah es besser auch nicht besser aus, als Matthias mit mir das gemacht hat. Wenn du jetzt mal weiterkommen willst, dann musst du halt natürlich nicht steif bleiben, sondern musst halt dann mehr fummeln. Irgendwann wirst du merken, dass du das dann auch beim Hof überträgst, dass du, wenn du hier lockerer wirst. Also klar, ist bei niemandem perfekt, dass es gibt Spieler, die halt so steif sind, und das ist halt der Fehler, weil du mehr, ich sag mal, mehr Power benutzt, als du brauchst, als wenn du einfach so. Das ist halt auch die eine Sache, wo ich meist gelobt werde, wurde ich auch letztens von einem Trainer aus der ersten, ich weiß nicht, wo er trainiert, aber er trainiert mit dem Trainer, der Trainer hat ein bisschen Nachhinein, oder Lena hat es mir gesagt, dass er mich gelobt hat, dass ich halt mit der Hand wirklich locker bin. Und das eigentlich du wirst merken, wenn du diese Stottere hast, dass du nicht mehr so viel Kraft brauchst. Und also, er kommt höher mit weniger Kraft. Aber um sie lockerer wieder reinzukommen, ist der Trainingsjob. Und wenn du das mit dem Tennisball kannst, wird es dir einfacher fallen, das mit dem Basketball zu können. Weil mit dem Tennisball brauchst du mehr Sensibilität. Kein Gefühl als mit dem Basketball. Wenn du es mit das hier kannst, ist das ein Gefühl. Du wirst ein Video sehen, wie nach und nach dein Hoch auf.
weil sie besser aussieht, dass du halt wirklich durch die Lockerheit viel weiterkommst. Du musst halt auch jetzt ein Felix noch am Säufel. Kannst du gucken, ob du den Fenster halt auch besorgst. Häufiger wird es halt ein Felix an halt einig. Und mehr wirst du merken, dass deine Hand lockerer wird und die nicht so verkrampft beim Werfen. Und das wird dir ungemein helfen. Abgesehen jetzt, dass es die rechte Hand ist, das wird dir auch mit der linken Hand helfen. Und du merkst, wenn du jetzt immer mehr noch zuholst, geht halt immer weiter. Du merkst, du merkst jetzt schon nicht mehr Kraft drauf. Ich kann nicht den hier zu oft nehmen. Einfach nur werfen, sofort. Du brauchst nicht mehr viel Kraft, sondern kannst du einfach den schon mitnehmen. Sehen wir das in Wix-Tücher oder Knie? Sieht zwar einfach aus. Ist aber im Endeffekt nicht, weil es eine feine typische Sache ist. Und ich gebe zu, wir sind jetzt nicht die Besten, die in der feinen Chronik besonders gut sitzen. Also es ist für uns beide eine perfekte Übung. Es ist für mich auch meine Augenkoordination trainiert, auf was Kleineres zu achten und dementsprechend auch da zu üben. Klar, es sieht einfach und langweilig aus. Du wirst merken, umso häufiger das machst, umso besser deine Augenkoordination und deine Beine geht. Nächste Stufe Zwischenstand. Ja, tatsächlich. Wenn du jetzt reinlegst, ist genau das Problem. Was ich mal kennengelernt habe, wo ich bin beim Medizinball, am Basketball, Tischtennisball und im Tennisball. Und man ändert, du fängst mit dem Medizinball an, dann mit dem Tischtennisball, dann mit dem Tennisball und dann mit dem zum Schluss im Basketball. Und du wirst dann merken, dass am Ende dann so viel gerne scheiße ist, als trotzdem reingeht. Du fängst erst mit dem Schweren an, dann gehst du auf Super Leicht, Mitte und dann gehst du auf den Basketball. Du wirst merken, wenn du umso häufiger das machst, dass deine Fallmethodik und auch einfach deine Augenkoordination und deine Genauigkeit beim Wurf besser wird und du irgendwann auch an den Punkt kommst, dass du nicht mehr großartig hingucken musst zum Korb, weil du ganz genau diese Fallmethodik hast, um zu wissen, wo dabei es ankommt. Aber das will ich sagen. Hier gehen wir jetzt nicht nach, wie viel wir geschafft haben. Hier geht es jetzt einfach um, ich sage halt ungefähr, mach das 3 bis 5 Minuten lang, dann wechselt ihr auf die andere Hand. Und hier geht es jetzt nicht darum, wie viel wir davon geschafft haben. Hier geht es jetzt rein, einfach nur ums Gefühl und um die Feinheit. Du trainierst halt auch deine Hand-Augen-Koordination. Jetzt machen wir mit links. Damit das Video ja mal ein bisschen wieder lustig wird. Genau, mal ein bisschen lustiger hier wird. So. Keine Linie bei mir. Ich mit meiner Tellyhand. Ja, wie sagt Christian? Was ordentlich an! Macht sie jetzt, probiert sie es. Nur für Christian. Das ist so. Guck mal, hier, nur für dich, Christian. Hier. Muss ich aber auch loslassen. Ich darf nicht mehr süß. Weißt du, das ist einfach eine Feier, die mich halt umfasst. Ich kann nicht loslassen. Was kriegt das denn? Ja, ja. Ich bin auch nicht süß. Das ist die Zeit. Warte. Loslassen. Nicht lustig. Ich habe mich auch nicht selbst über die Hinderung lassen. Geschafft. Nein, das ist einfach schwer. Weißt du, entweder krallen oder nicht krallen. Ja, aber du hörst doch. Und nicht da. Da. Ja, aber ich versuche es noch. Ich habe es schon nicht gesehen. Die Schippe aufnehmen. Ey,
Die Motorik, also die Anstrengung ist halt schwierig, so schnell wie ich darf, wie die erledigt zu lassen. Okay. Ich bin so hoch. Alles gut. Alles hat schon wieder. Ja. Kriegst du einen Ball? Was ist denn? So. Und werfen. Ja, passt. Ich habe gewusst, noch da wieder. Weil ich bin halt darauf eingestellt. Ich versuche schon extra weniger Kraft aufzuwenden, obwohl es schwierig ist, weil es Spaß ist. Yes. Gib aber mein Bestes, damit ich das spielen kann. Die Stefana sagt auch, wenn du es nicht kannst, musst du es trotzdem trainieren. Deswegen. Ja! Da rollt der Tisch in den Kreis. Das Schwierigste ist einfach dieses Loslassen. Ja. Also greifen und dann so schnell loslassen wie nach. Und dann muss auch ein Kollege. Halt! Das ist viel. Es war eine Schaufel, aber es ist gefallen. Es war gefallen. Es war gefallen. Ist egal. Also, es ist zwei Fallen. Ja, ich hab's. Machen wir den Schluss, dass ich auf dir. Jetzt muss ich ihn auch noch fangen und dann ist es ein perfekter Abpass. Ich könnte nur wissen. Wir kriegen das heute noch hin. Jetzt mindestens jeder einmal gefangen hat. Es steht! Winter steht! Nein! Ich schwöre, ich hab da normal gegengeworfen. Nein! Der war doch schon ein Finger. Der war schon auf meinem Finger. Jetzt muss ich weiter. Ich muss nachziehen. Ich muss nachziehen. Komm, ich schaffe. Werf die mal bitte hoch. Mann. Ich mach den öffentlichen Schritt. Hier, hier. Sorry. Ey, ich greif schon zu! Ich kenn das! Ich greif doch schon zu! Nein! Der war schon drin! Der war schon drin, du Kackball! Der war noch was? Hättest du gerade machen müssen! Das hätte schwierig sein, was ja. Du noch oder dann noch. Man kommt das nicht so schnell bei mir. So, es kommt nicht so hoch an, wie ich es haben will. Das ist echt scheiße. Du willst greifen, dann dauert es 10 Jahre, bis ich so. Machen. So scheiße! Jetzt ziehst du nach mit zweiten. Du musst jetzt aber aufhören. Komm. Ich hab zwei gefangen. Guck mal, der weg hier. Nein! Der war doch drauf, der war drauf. Der war drauf.
Der macht aber. Auf der Hand. Ich kenne das Gefühl. Der war doch so schnell. Wir machen jetzt hier ein Spiel draus. Wer schneller den Ball halt mit einer Hand fangen kann. Es ist gleichberechtigt. Er ist links, Felix ist links eingeschränkt, ich bin links eingeschränkt. Es steht 2-1 zu Felix. Und man muss dazu sagen, wir sind fair und machen keine irgendwie Scheiße, wo das irgendwo halt nicht machbar fangbar ist. Also wir wissen beide, dass es scheiße ist und deshalb geben wir unser Bestes und dann ist es gut. Ja, er ist in der Schaufelin geblieben. 2-2. Scheiß drauf. Der zählt dich, der war zu kurz. Der zählt dich. Außer ich hätte ihn gefallen. Denn wir erzählen. Wollte ich hier bleiben. Das zählt nicht als gefangen. Gefangen zählt wirklich nur, wenn halt der in der Hand bleibt. Was von hier? Nein! Nein! Er war schon in der Hand! Er war schon in der Hand! Alter! Tolle Hand! Tolle Hand! Geile Hand! Muss deine Hand auch anfeuern. Böse Hand! Böse Hand! Ich motiviere dich dafür jetzt. Komm nochmal! Der war eigentlich schon wieder. Holland! 3-4. Meinst du da? Zählt nicht. Böser, böser. Reagierst du noch so? Jetzt mein Kopf ist schneller als die Hand machen. Ja, ja. Hand? Mach mal die Schale. Da muss er wieder auf den Boden gehen. Nein! Aber ich hab ihn zu. Das würde mir locker fallen, ja? Wir wollen nicht fair bleiben, wir machen noch mit der Linie. Nein, ist so gut. Bösand! Bösand! Yeah.
4-4. Spannend. Ah, der war hier. Den ich gewinnt, 5-4. Komm, den letzten. Wenn du den fängst, hol ich ihn. Bin ihn ehrlich. Zieh das? Zieh das? Zieht. Unentschieden. Nice. Wie dir kann auch Spaß machen. Habe ich noch irgendwas auf dem Programm? Nein, komm. Nee. Morty ist ein Knick. Machen wir doch mal einen Uncut. Ja. Upcut. Wie er es nimmt. Upcut. 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 Cut. 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 Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.